Ein herzliches Hallo und willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Das nächste Let's Play ist StarCraft 2, Wings of Liberty. Ich habe mir dieses, ja, sehr gute Let's Play herausgesucht, da ich es relativ oft in letzter Zeit gespielt habe, muss ich zugeben. Und es der erfolgreiche Nachfolger von StarCraft 1 ist, welches ich zwar nur im Ansatz gespielt habe, aber relativ amüsant fand. Und ja, man kann, also ich spiele StarCraft 2 relativ häufig, meistens nur im Multiplayer-Modus, weniger in Kampagne, aber ich versuche euch in diesem Let's Play mal die Kampagne von StarCraft 2 und Wings of Liberty und die Geschichte näher zu bringen. Und wir spielen das Spiel natürlich normal durch. Ha, brutal. Nein, natürlich nicht. Spielen es auf normal durch. Sie verfügen über einige Erfahrungen in Strategiespielen. Ja, das ist so durchaus korrekt. Okay, Marsara, Grenzwelt, Territorium der Liga, Coprolu-Sektor. Es wurde neu kolonisiert in 2502. Und ja, die Geschichte hinter StarCraft 2, die werde ich euch dann natürlich näher erläutern. Beziehungsweise auch StarCraft 1. Ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. Aber jetzt müsste dann sowieso noch ein kleines Intro kommen. Wenn ich mich denn nicht irre. Ja, die Ladezeiten bei für StarCraft 2 sind etwas länger als für mein Warcraft 3 Projekt. Da StarCraft 2 natürlich eine höhere Ressourcen erfordert. Und auch eine höhere Grafik hat, oder bessere Grafik. Und ja, ich würde sagen, wir genießen mal das Intro. Das ist Jim Raynor. Gesetzloser Rebell, darauf aus, im gesamten Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Eine Bande von Halsabschneidern haben bereits 6 Welten zur offenen Rebellion verleitet. Sherrigan. Adjutant, sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten Ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen. Gut. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. Ganz ehrlich, ich mag die deutsche Stimme von Jim Raynor überhaupt nicht, aber wie dem auch sei. Ja, dann fangen wir auch schon mal an mit unserer allerersten Mission. Starten wir. Okay. Hoffentlich funktioniert alles soweit. Starte die Mission. Jetzt, sofort. Okay. Es schaffe, Mengst sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Tiff, Start klar machen. Da könnte auch mal etwas lauter sprechen. Also der Adjutant hat, glaube ich, eine gute Lautstärke, aber der Jim hier ist nicht ganz laut. Okay. Derzeitige Mission, Tag der Befreiung. Okay. In mal was zur Kampagne. StarCraft 2 Wings of Liberty. Insgesamt gibt es in StarCraft 2 drei Völker, die man spielen kann. Oder beziehungsweise drei Rassen. Allerdings in StarCraft 2 Wings of Liberty kann man in der Kampagne
fast nur die Terraner spielen. Also die gesamte Kampagne dreht sich um die Terraner. Und mit nachfolgenden Add-ons bzw. Erweiterungspacks kommen dann die nächsten Rassen zu. Als nächstes dann die Zerg und dann die Protoss. Terraner sind, ja, sag mal, Menschen in der Zukunft, die es gibt eine Verbindung zur Erde. Allerdings die Menschen in der Zukunft, die haben diese Verbindung irgendwie verloren und müssen jetzt auf sich selbst gestellt in ein anderes, in einem anderen Sonnensystem oder einer anderen Galaxie, ich bin mir da nicht sicher, um ihr Überleben kämpfen. Dann gibt es die Zerg, das ist ein Volk, das komplett auf Biologie beruht, also beziehungsweise auf biologischen Material und so weiter. Was es das heißt, ist, dass ihre gesamten Einheiten und ihre gesamten Waffen beziehungsweise Gebäude komplett aus biologischem Material bestehen, wie, ja, sag mal, Fleisch und so etwas in der Art. Sie werden hier als Hauptgegner dargestellt in StarCraft 2. Allerdings gibt es dann noch die Protoss, eine sehr hochentwickelte Rasse, die schon, ja, die Menschen um ein weites überlegen sind, allerdings nicht so zahlreich sind. Sehr starke Einheiten, allerdings nicht sehr viele davon. Ja, das sind die drei Rassen. Und jetzt geht's los mit der ersten Mission. Wir sehen schon das wunderschöne Schiff hier, obwohl es ein bisschen leckt. Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga Okay. keine Angst haben müssen. Das sind unsere Standardeinheiten, die Space Marines. Die kann man als, hier sag mal, das ist die Standardeinheit der Terraner. Es sind, ja, nur ein paar Menschen mit ein paar Maschinengewehren. Und wir sehen schon, es sieht irgendwie Warcraft 3 mäßig aus, falls ihr meinen Warcraft 3 Let's Play gesehen habt. Und von daher, ich gehe diese Straße lang. Und ja, die Spielmechanik ist fast komplett dasselbe. Oder sieht genauso aus. Ein Holoboard. Sehr gut. Dann lösen wir mal eine Revolution aus. Sehr gut. Ja. StarCraft 2. Was gibt es noch zu erzählen? Um was ging es in StarCraft 1 bzw. StarCraft 1 das Erweiterungspack? Es ging um Jim Raynor, zumindest in der Terraner-Kampagne, die gerade erst die Zerg gefunden haben und von ihnen halt angegriffen wurden. Und nachdem sie von den Zerg angegriffen wurden, wurde es ihr seine, sag mal, lang geliebte Freundin Sherrigan gefangen genommen von den Zerg und in die Anführerin der Zerg verwandelt. Die, ach Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, tut mir leid. Zumindest ist Sherrigan jetzt die Anführerin.